Name ist Michael Pröbsting. Ich spreche für die revolutionär-kommunistische internationale Tendenz. Die Kronenzeitung, Heute und andere Schmierblätter der Reichen und Mächtigen. Sie behaupten, wir, die Menschen in Österreich, müssen für die faulen Griechen bezahlen. Das ist eine Lüge. Tatsache ist, dass die griechischen Lohnabhängigen pro Jahr 2119 Arbeitsstunden beschäftigt sind, während hingegen zum Beispiel die deutschen Lohnabhängigen pro Jahr nur 1390 Stunden arbeiten. Das heißt, die griechischen Lohnabhängigen arbeiten um 2/3 mehr pro Jahr, verdienen gleichzeitig aber weniger als die Hälfte der deutschen Beschäftigten. Ein griechischer Arbeiter, eine griechische Arbeiterin verdient im Jahr 600, im Monat 600, 700, 800 Euro. Und dafür müssen Sie sich jetzt auch noch sagen lassen, dass Sie faul wären? Die Hetze, die Lüge, die Kronenzeitung und andere Schmierblätter betreiben. Sie alle sollen nur eine Wahrheit vertuschen. Und diese Wahrheit ist, dass die europäischen Banken, die europäischen Konzerne sich auf Kosten der griechischen Arbeiterinnen und Arbeiter bereichern. Die Griechen hätten, so Kronenzeitungen heute, die Griechen hätten über ihre Kosten gelebt. Wiederum eine Lüge. Tatsache ist, Griechenland schuldet heute den europäischen Banken und Finanzinstituten 340 Milliarden Euro. Sie haben aber in den letzten 20 Jahren schon fast das Doppelte davon von diesen Schulden zurückgezahlt. Die Banken und die Finanzinstitute und die Spekulanten, sie leben da von den Zinsen und den Zinseszinsen, sie leben vom Blut und dem Schweiß der griechischen Arbeiterinnen und Arbeiter. Deswegen sagen wir, Schluss mit der Plünderung Griechenlands, Schluss mit der Ausbeutung der griechischen Arbeiter und Arbeiterinnen auf Kosten der Banken, der Finanzinstitute und der Spekulanten. Wir sagen, Streichung aller Staatsschulden Griechenlands. Kein einziger Cent darf mehr in die Taschen der europäischen Banken und Finanzinstitute wandern. Wir sagen, die Banken, die Finanzinstitute, die Superreichen in Griechenland müssen umgehend enteignet werden. Die griechischen Superreichen haben in den letzten 20 Jahren Dutzende von Milliarden an Euro ins Ausland auf Schwarzkonten geschafft. Dieses Vermögen muss beschlagnahmt werden und zur Verfügung gestellt werden zur Finanzierung eines öffentlichen Beschäftigungsprogrammes, zum Ausbau der Infrastruktur und des Sozialwesens in Griechenland. Wir sagen, die österreichischen und die europäischen Gewerkschaften müssen sich solidarisieren mit den griechischen Brüdern und Schwestern. In Griechenland haben die Arbeiterinnen und Arbeiter in den letzten 2 Jahren fast 2 Dutzend Generalstreiks organisiert. Es ist höchste Zeit, dass sich die Gewerkschaften in Österreich und in ganz Europa solidarisieren und gemeinsam für eine Befreiung Griechenlands von der Diktatur der Banken und der Konzerne für eine sozialistische Zukunft eintreten. Dafür stehen wir als revolutionär-kommunistische internationale Tendenz.